Auf die Plätze, fertig, los! Ganz schön flott, so ein Kaninchen. Doch was wie einstudiert aussieht, hoppla, bedeutet viel Training, damit die kleinen Rennhäschen beim Kaninhopp geschmeidig über die Hürden schweben. Kaninhopp, also Kaninchen und Hopsen. Und das über verschiedene Hürden. Die Formel 1 unter den Kaninchenrennen. Wie auch bei dieser gibt es verschiedene Rennklassen. Also es gibt verschiedene Klassen beim Kaninhopp. Das ist einmal die leichte Klasse mit 25, die mittlere mit 35 und die schwere mit 45 Zentimeter Höhe. So gilt für die flauschigen Hüpfer, die besagten Hürden möglichst schnell und fehlerfrei zu springen. Und während das einige Kaninchen richtig gut können, brauchen andere noch etwas Übung. Allerdings soll keines gezwungen werden. Es gibt Kaninchen, die keine Lust auf das Springen haben, mit denen sollte man auch nicht machen, weil Zwang tut weder dem Besitzer noch dem Kaninchen gut. So muss es sein. Und wer keine Lust mehr hat, kann es sich in seinem Rennstall bei der Boxengasse bequem machen. Wer seinem Kaninchen auch ein paar Sprünge beibringen möchte, kann beim Kaninchenzuchtverein in Niederweimar vorbeischauen.